Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer da draußen. FC Ingolstadt, der letzte Part, den kann man echt vergessen, das tut mir leid. Und das ist jetzt wieder ein neuer Part und ich muss ja jetzt gegen Köln ran. Wir sehen hier in der Tabelle 15 Punkte, wenn alles gut geht und ich gewinne, könnte ich sogar auf einem der internationalen Plätze sein. Unglaublich, obwohl ich eigentlich so schlecht eingestiegen bin in die Saison. Ich habe mir ja überlegt, ich mache jetzt mal meine Aufstellung anders. Es gibt immer viele Vorschläge von euch, aber ich bitte euch, nehmt euch da zurück. Ihr braucht mir keine Vorschläge machen, ich werde jetzt mal rumtesten. Und zwar werde ich das nächste Spiel mit der 4-3-2-1 Aufstellung spielen. Das ist die Aufstellung, die ich auf meinem neuesten Ultimate Team habe. Und das Ganze habe ich mir so vorgestellt, dass ich jetzt erstmal... Warte, Metzelder, der muss jetzt hier nicht so unbedingt spielen. Und den habe ich noch auf der Bank. Lalalala, da gucke ich erstmal hier nach. Stimme. So, Leitl können wir doch dahin bringen. Also ihr seht das schon hier. Leitl, Sharawi, Leitner und dann Beister, rechter Stürmer. Er ist vielleicht jetzt eher Mittelstürmer, steht ja hier da. Aber ich lasse den jetzt mal. Hier gibt es ja, glaube ich, keine Teamchemie oder sowas. Weiß ich nicht genau. Aber ich stelle mir den da auch sehr gut vor auf der Position. Theo als linker Flügelspieler. Könnte auch den rechten machen. Und Basti natürlich vorne im Sturm. Das muss natürlich ganz klar sein, dass ich da vorne der Abräumer bin. Ja, also ich würde das jetzt mal so lassen, das Spiel. Und dann gucken wir mal, wie das gegen Köln so funktioniert alles. Ich bin sehr gespannt. Falls das auch überhaupt gar nicht geht, dann höre ich auf mit dem Manager-Modus. Nein, dann mache ich nochmal eine andere Ausstellung, ganz einfach. 4 Minuten Regen. Ich will keinen Regen. Ich will Schnee. Nachmittag. Ach komm, wir machen mal wieder schönes Wetter hier. Schönes Wetter. Muss ja nicht immer bewölkt sein. Auch wenn es in Deutschland jetzt der Sommer ist. Es ist ja eigentlich gerade Sommerferien und so bei allen. Aber Sommerferien heißt ja, der Sommer hat Ferien, ne? Ja. Ja. Schießen? Na egal. Ach, ja, jetzt habe ich auch, warum die Sounds da im Hintergrund noch kommen. Die habe ich standardmäßig für Ingolstadt eingestellt. Meine Sounds für Köln. Oh, ich liebe das von Köln. Ja, die Sounds von Ingolstadt habe ich ausgestellt, aber die Sound habe ich noch eingestellt, aber die Sounds von meinem Virtual Pro Team, die habe ich ausgestellt. Deswegen hört man am Anfang anscheinend noch diese anderen Sounds da halt. So, Vierer Abwehrkette ist, glaube ich, für mich ziemlich wichtig, weil sonst geht gar nichts bei mir. Und jetzt muss ich mal gucken, dass der Typi mir den Ball hergibt. Danke. Das ist sehr nett. So mag ich die Gegner, wenn sie mir den Ball geben. So, es gibt nur einen Weg und der geht nach vorne. Basti jetzt hier. Theo. Oh, habe ich noch? Hier haben wir vielleicht. Och, komm, Einwurf. Ja, das letzte Spiel war ja ganz schlimm. Da führt man und denkt, man kann den Latz da abzocken. Und dann Petschko noch in Köln. Verliert man. So, wenn man den zweiten Spieler mal rufen. Achso, das bringt ja nichts in der Hinsicht. Weil ich flank da jetzt einfach mal rein. Wow! Yeah! Leitl! Ich würde mal sagen, der Freistoß war gut. Oh, ich liebe das, wenn das so reingeht und dann zack. Oh, herrlich, wie er ihn reingeköpft hat. 1-0. Aber man sollte ja nicht den Tag vorm Abend loben, sagt man ja immer so schön. Deswegen, wir haben das ja letztes Spiel gesehen. Da war die Freude noch sehr groß und auf einmal war das Geschrei sehr groß. Und wenn ich schreie, dann schreie ich richtig. Meine Tricks bringen immer nichts. Meine Tricks bringen nichts. Ja, oder einfach durchlaufen bringt natürlich auch nichts. Ist ja klar. Aber hier, die Kölner sind gut unter Druck gesetzt von mir. Weil das System anscheinend sehr offensiv ist. Ich bin sehr weit vorne. Das gibt jetzt erstmal einen Freistoß. Na schön. Ja, heul ruhig rum da. Ja, verletzt. Das tut mir immer irgendwie gar nicht leid, muss ich ganz klar sagen. Oh, Alter! Da zerreißt ja fast mein Keeper. Ja, weg mit der Wiederholung. Köln.
Ja, den sollte ich haben. Oder auch nicht. Ob in Rio oder Rom. Ja, ich bin ja nicht der kopfballstärkste Spieler, wie wir das ja so wissen. Ja, nun komm. Kommst du nicht ran? Kommst du nicht ran an den Ball? Da muss wieder der Win ankommen und sie sich holen. Oh, ein Ticken daneben. Oh, wie der Typ hier halt abgeht jetzt. Was geht denn hier ab wieder? The Counter Machine, los. Toll, toll. Ich wusste, als er sich endlich den Ball bereitgelegt hat zum Pass, dass der bescheuerte Stürmer da vorne in die andere Richtung rennt und nicht zum Ball hin. Aber da war schon alles zu spät. Tschihi. Theo, Theo, oh. Oh Mann, ich warte zu lange. Läuft denn mal einer los da vorne? Auf einmal warten sie ewig, bis ich passen drücke. Dann rennen sie los. Und die Führung ist mehr als glücklich hier von mir. Das war wieder zu viel Risiko da in der Verteidigung. Ich spiele zurzeit eigentlich auch mehr Ultimate Team. Da ist das irgendwie auch alles ein bisschen anders. Da ist das fairer. Da ist es leichter. Da oben lauf. Lauf jetzt, du kleiner Beister. Nein! Basti, ey, was ist denn das? Aber Beister spielen halt in den Rücken vom Stürmer. Macht natürlich sehr viel Sinn. Wenn man gerade im vollen Lauf ist, da einen Ball in den Rücken zu bekommen. Das hätte natürlich das 2:0 sein können. Ich hätte natürlich einfach querlegen können. Da muss ich mir aber immer anhören, das sind ja voll die einfachen Tore. Und dann bin ich wieder doch beeinflusst von den ganzen Kommentaren, die ich immer lesen muss da in der Hinsicht. Jetzt komm! Oh, da fällt er aber aufs Maul. Oh, rote Karte. Ganz klare rote Karte. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Doch, kommt! Ja, McKenna! So, Basti. Zick, 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 zick. Zu schwach. Obwohl, nur hinten ans Netz. Ob in Rio oder in Rom. Vom FC Köln. So muss es immer wieder singen. Immer wieder. Immer wieder. Wow, ein Trick, der funktioniert hat. Oh nee. Ach, ich mach's demnächst nur noch selber. Das macht doch keinen Sinn. Ich könnte jetzt schon 3:0 führen, wenn ich das immer direkt machen würde. Ah, schön. Das muss man nochmal sehen. Oh, was hat man lange nicht gesehen. So schön. So schön. Ja. Boom, Schakalaka, 1:0. Und wir sehen mal wieder nur so eine knappe Führung. Es gibt einfach nichts anderes bei mir. Und durchlassen. Und passen. Oh. Jetzt habe ich die Kölner auf jeden Fall sehr weit hinten reingedrückt. Ob in Rio oder in Rom? Was hast du schon davon? Super Pass! Sehr schön gemacht! Hat der Gegner den Ball wieder. Dann freut er sich. Wir bauen den Gegner auf. Klare Sache. Nee, da kommt der noch ran. Jetzt Rita gegen Sharawi. Beister, Mann. Aber der, jetzt mal so den Ball abnehmen. Ganz fies, ganz keck einfach. Ja, geil. Er macht's halt auch. Bäm. Ja, ja, ja. Yeah, Meister. Jetzt läuft's doch. Ich hätte schon wieder meiner vermasselt. Ich weiß, aber... Ja. Hab ich auch mal Glück gehabt. Hab ich wirklich Glück gehabt. Ich mag ja eigentlich Rensing. Ich mag ihn. Ja, das ist ein netter Typ.
War der das jetzt überhaupt im Tor? Aber in jedem Fall mag ich Rensing. Das wollte ich hier nochmal losgeworden sein. Oh, wird das vielleicht noch ein 3:0 Sieg? Ich könnte ja gleich nochmal jemanden auswechseln. Warum kriegt er ihn nicht? Doch, er kriegt ihn. Das war blind gespielt. Und wie man sieht, war es blind gespielt. Ich mach mal hier gerade hier so den. So, was haben wir denn da? Knasmöhner. Butter für Theo. Der mir in diesem Spiel eigentlich ganz gut gefällt, weil irgendwie hat er da öfters mal so einen Sprint angesetzt. Hat geklappt. Glaube ich. Ich glaube, er war ganz gut. Ich glaube es. Petschko. Oh, oh, oh. Von wem sind das die Kölner Sounds? Das ist ja. Oh, ne. Oh, ja. Ich wusste doch, dass er da hinspielt. Und Ecke. Oh, nee, doch gar nicht. Ist noch drin. Ist aber nur Einwurf. Yippie-yay, Schweinebacke. Oh, 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 Basti. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Rensing, ja, das ist er. Ja, warte ruhig ein bisschen, ich habe Zeit. 2:0 führen wir nur. So, Freis. Oh, schön, das. So will er mich öfters verarschen, aber auf der Linie lang. Die Torkamera wird kommen, mein Freund. Irgendwann wird alles nur noch digital sein. So, komm, Basti, jetzt auch noch ein Tor. Basti, jetzt auch noch ein Tor. Ah, er kann den Ball nicht annehmen. Wieso nicht? Weil er es nicht kann. Yeah. Beister! Oh. Er beißt sich durch, der Beister! So, Basti, jetzt keine Ecke schießen. Jetzt wird Maddel die Ecke schießen. Weiß nicht warum, ich mach's einfach. Oh, kommt denn da einer? Vielleicht mal von den Ingolstädtern da vorne und tut sich den Ball. Ja, das wäre ja mal was. Oh, nö, nö, nö. Was war das denn? Was war das denn bitte? Podolski, der spielt doch ein Arsenal, Leute. Wusste man doch vorher schon. Minuten. Komm jetzt außen. Yeah. Alaba. Auf Badde. Badde. Auf Alaba. Alaba. In die Mitte. Und da war nix. Und dann war's das. 2:0. Ich hab gewonnen. Das ist schon mal wichtig. Diese 3 Punkte. Und jetzt bin ich mal gespannt. Achso, ich habe ja in Überzahl gespielt. Ja, egal. Hab ich wieder vergessen. Schalke, Frankfurt, aha, aha, aha. Ja, bin mal gespannt, wo ich jetzt in der Tabelle bin. Das ist immer höchst interessant. Yeah, ich hab's geschafft. Ich bin auf Platz 6 der ersten Bundesliga. Es ist zwar knapp, aber ich bin da. Und 9 Punkte Rückstand auf München, die hole ich mir noch. Ja, gut, wunderbar. So sollte es mindestens am Ende der Saison aussehen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann macht's gut. Bis dann. Ciao, euer Basti.